Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde hier in FIFA 14 bei der WM 2014. Dieses Mal mit der Partie Australien gegen die Niederlande. Zweite Runde hat angefangen, deswegen werde ich jetzt mit den Mannschaften spielen, mit denen ich in der ersten Runde halt nicht gespielt habe. Und ja, im Endeffekt werden wir dann hoffentlich am Ende der zweiten Runde schon alle Mannschaften einmal gesehen haben, sodass ich mich dann in der dritten WM-Gruppenrunde dann quasi nur noch auf die Mannschaft stürzen kann, auf die ich dann gerade Bock habe. Jetzt also mit Australien gegen Niederlande, dann sind wir natürlich nicht unbedingt Favorit, muss man so auch mal dazu sagen. Und ja, ich habe ja mit den Niederländern gegen die Spanier gewonnen. Ich weiß nicht, wie das Spiel in echt ausgegangen ist, weil ich das hier nach wie vor weit im Voraus aufnehme. Und deswegen, ja. Ich werde die zweite Runde jetzt noch komplett aufnehmen und dann werde ich mit der Aufnahme der dritten WM-Runde auf jeden Fall warten, bis die erste WM-Runde auf jeden Fall durch ist, dass ich mich dann auch schon in der Prognose für die dritte Runde auf die erste Runde der WM ja, beziehen kann. Sodass wir dann nicht hier so komplett aus dem Stegreif gegriffene Informationen von mir bekommen, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, in welcher Form, in welcher Verfassung die ganzen Mannschaften in das Turnier starten werden. So, Australien hat auf jeden Fall einen Anstoß. Und wie gesagt, nicht unbedingt der Favorit. Aufs Weiterkommen, wenn man mit Spanien, mit den Niederlanden in einer Gruppe ist, aber naja. Was soll's? Einwurf für Australien. Niederlande will jetzt natürlich schnelle Konter setzen mit Lenz. Und auf der anderen Seite dann wahrscheinlich Robben. Haben sie ja auch relativ schnelle Außenspieler. Mit denen die sicherlich auch natürlich ihre Mannschaft nach vorne tragen werden. Australien kommt auf jeden Fall bislang nicht wirklich irgendwie durch. Jeder zweite oder dritte Pass wird dann direkt abgeblockt, weil die Niederländer auch gut zustellen. Jetzt mal schnell in die Offensive spielen von Percy. Snyder startet vorne. Nicht Strootman ist es. Strootman! 1-0. Nein, Pfosten. Jetzt 1-0. Jawohl, Arjen Robben. Aber dann ein ganz großer Kunstschuss. Der Torwart ist schon wieder auf der Linie, kann den Ball aber trotzdem nicht halten, weil Robben den Ball ja, in den Winkel gelupft hat quasi. Das war natürlich dann ein ganz schöner Abschluss auf jeden Fall. Hier Riesenpatzer, dass der Torwart den Ball nicht wegkloppt, sondern nur so ein klein bisschen nach vorne spitzelt. Dann der Schuss von Strootman, wo ich eigentlich schon sicher war, dass der drin war. Dann geht er nur gegen den Pfosten und dann Robben mit dem schwächeren rechten Fuß in diesem Spitzel. Der Torwart nicht schnell genug wieder auf der Linie, um dann noch springen zu können. Ja, klarer Torwartpatzer, 1-0 für die Niederlande, für den Topfavoriten dieses Spiels. Jetzt Cahill im Vorwärtsgang, Flanke auf Kennedy. Aber da steht keiner im Strafraum. Sonst keiner im Strafraum, der mit dem Ball irgendwas anfangen kann, den Kennedy da eben so reingeköpft hat. Jetzt schnelle Balleroberung der Australier. Wenn die Holländer eine Schwäche haben, dann definitiv die Defensive. Und das ist tatsächlich der einzige Punkt, wo man sagen kann, dass die Australier eventuell eine winzige Chance hätten, wenn sie wirklich gute Kombinationen durchspielen, dass da die Holländer in der Verteidigung nicht ganz mitkommen. Wobei die auch viele, viele junge Spieler haben, die man noch gar nicht so wirklich einschätzen kann, wie die denn wirklich jetzt hier international auf so einem großen Boden reagieren werden. Vielleicht holen die auch alles aus sich raus. Und überraschend, dann zeigen die Holländer einer überraschend stabilen Defensive. Man weiß es ja nicht. Robben in die Mitte gezogen, Van Persie mit dabei. De Jong kommt nochmal von hinten. Aber der verkackt es dann. Ja, die Niederländer stehen auf jeden Fall hinten dicht mit vielen Mann stehen die da. Australien muss sich was überlegen. Allerdings nicht sowas. Gegen Robben den Ball verloren, aber den Ball auch direkt wiedergeholt. Jetzt mal ein bisschen schneller gespielt über die Außen. Kann man mit der Flanke rein. Und da hat man den Ball mal den Kopf dahingehaltenen Abschluss immerhin mal verursacht. Aber für Form war der jetzt kein Problem, der kann ihn einfach mal aufsammeln. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Form wirklich Nationaltorhüter in der WM sein wird. Für mich persönlich ist de Keulenburg immer noch der etwas bessere, der etwas stabilere, aber habe ich jetzt auch nicht so gut verfolgt, die Nationalmannschaft der Niederlande, um zu wissen, wer da jetzt momentan
Stammkeeper ist. Van Persie auf Robben, der mit seinem unglaublichen Tempo natürlich erstmal durch, versucht dann nach innen zu ziehen. Schlägt dann doch die Flanke und dann stand da, ja, Strootman wieder mal ganz alleine, aber diesmal im Abseits. Glück für Australien, weil der Kopfball sah sehr gut aus. Wieder schnelle Kombination der Australier, die kommen hier mit Kontern doch mehr oder weniger über die Außen relativ schnell durch, aber die Flanken sind alle unterdurchschnittlich. Nochmal die Chance auf die Flanke von der anderen Seite. Diesmal kommt er ein bisschen besser, aber da wurde der Stürmer ein bisschen zur Seite geschubst. Kann deswegen nicht zum Kopfball kommen. Aber Australien wieder in Ballbesitz. Die lassen sich auf jeden Fall nicht abschrecken von den Niederländern. Und spielen auch die ein oder andere gute Kombination nach vorne über die Außen. Wie gesagt, meist nur die Flanken müssen etwas präziser kommen. Dann könnte man hier tatsächlich auch mal die Chance haben, ein Tor zu erzielen. Ja, da sind Vikana mitgestartet, deswegen konnte ich mit dem Ball nicht so wirklich viel anfangen. Oh, das war auch ein sehr guter Pass. Damit schenke ich dem Gegner quasi schon fast das Tor. Robben ist durch. Und das war meiner Meinung nach Ball gespielt. Der Schiedsrichter sagt was anderes und gibt deswegen die rote Karte. Ja, für mich war das klares Ball gespielt, aber der Schiedsrichter gibt rot. Damit die erste rote Karte in meinen Prognosen. Ich gucke mir das gerne nochmal in der Wiederholung an. Das ist sowas von klar beigespielt, was ich über... Das war noch nicht mal faul und der gibt rot. Alter, diese scheiß Schiedsrichter in FIFA. Ne? Die sind in FIFA 14 so schlecht geworden. Die sind in FIFA 14 so schlecht geworden. So häufig, wie ich einen Elfmeter bekommen habe, oder irgendjemand einen Elfmeter bekommen hat, was überhaupt nichts war, so häufig, wie irgendjemand einen... keinen Elfmeter bekommen, obwohl es ganz eindeutig war, so häufig wie dann da irgendwie ein Foul pfeift, was nichts war, oder halt ein eindeutiges Foul dann wieder nicht pfeift. Die Schiedsrichter in FIFA 14 sind einfach unterirdisch schlecht geworden. Die Abseitslinien sind vollkommen falsch gezogen teilweise. Weil FIFA irgendwie immer die Abseits-, also die Linie des jeweiligen Spielers dort zieht, wo die der Mittelpunkt seines Körpers ist und nicht dort, wo halt, wie in echt auch, der... ja, der Körperteil positioniert ist, mit dem man ein Tor erzielen kann. Also meistens ist es so zum Beispiel, der rechte Fuß steht ganz klar im Abseits. Aber die Linie wird nicht am rechten Fuß gezogen, sondern in der Mitte des Körpers. Und deswegen ist es dann kein Abseits. So ist es dann oft. Oder halt auch andersrum. Der Kopf ist zum Beispiel nur im Abseits. Oder nee, der Kopf nicht. Der Arm ist manchmal... nee, ach, was weiß ich. Laber doch nicht. Ich habe jetzt gerade kein Beispiel. Aber ich hoffe, ihr habt es verstanden, was ich eben meinte hier. Es ist ganz häufig so, dass der Fuß im Abseits ist, die Linie aber halt in der Mitte des Körpers gezogen wird, obwohl sie eigentlich beim Fuß gezogen werden müsste. Das war meiner Meinung nach auch in den frühen FIFAs auch nicht so. Also schiedsrichtermäßig hat man einen riesigen Rückschritt gemacht mit der Next-Gen-Version. Ich weiß nicht, ob es in der Current-Gen-Version auch so ist. Auf jeden Fall mit FIFA 14. FIFA 13 fand ich die Schiedsrichter sogar einigermaßen gut. Mit FIFA 14 hat man sie wieder ziemlich, ziemlich schlecht gemacht. Ich bin zwar kein Entwickler, aber ich würde so auf Anhieb sagen, eigentlich müsste man ja an der KI der Schiedsrichter überhaupt nichts verändern. Dann wäre es doch gut gewesen. Aber vielleicht geht das nicht so einfach, was weiß ich. Auf jeden Fall ist es scheiße. So, dadurch wird unsere Prognose natürlich auch versaut. Ich habe auch schon die eine oder andere Prognose gehabt, in der ein Elfmeter gegeben wurde, der in echt niemals gegeben werden würde und auch nichts war. Ich habe hier in der Prognose schon Freistöße gesehen, wo nichts war. Ich habe in der Prognose jetzt schon gelbe und rote Karten gesehen, in denen nichts war. Und deswegen werden die Prognosen natürlich etwas unrealistischer und vor allem auch etwas versaut, muss man halt ganz klar sagen, weil diese rote Karte wäre niemand eine rote Karte gewesen. Wir spielen jetzt mit 10 Mann, obwohl da noch nicht mal ein Foulspiel war. Und damit kann ich es mit Australien schon fast nicht mehr schaffen. Weil wir haben jetzt nur 3 Verteidiger. Wenn ich jetzt einen Offensivspieler rausnehme, dann kriege ich gar nichts mehr hin.
Ja, das ist ein sehr, sehr langweiliges Spiel, muss man auf jeden Fall sagen, bis auf die rote Karte. Ist ja eigentlich überhaupt nichts passiert. Weder die Niederlande kriegt, obwohl sie in Überzahl spielen, nicht viel hin. Und Australien bekommt auch nicht viel hin. Und naja, da passiert eigentlich fast nichts. Die ganze Zeit nur dann Pässe zurück und dann wieder Ballverlust und dann wieder Pässe zurück und dann wieder ein Ballverlust und dann wieder ein Pass zurück. Da passiert wirklich gar nichts. Ich schwitze mich hier auch zu Tode heute mal wieder. Was auch nicht unbedingt zu meiner Stimmung beiträgt, zu einer positiven Stimmung. Könnte zwar das Fenster aufmachen, weil es hat sich jetzt gerade hier durch den Regen ein bisschen abgekühlt draußen, aber das, da ich direkt in der Hauptstraße wohne, ist das mit der Aufnahme nicht möglich, weil sonst würdet ihr die ganze Zeit draußen ein schönes Auto, ja, Gebrause hören. Ich habe auch einen Ventilator hier stehen, auch den könnte ich nicht anmachen, sonst hättet ihr die ganze Zeit so ein blödes Windgeräusch drin. Das heißt, ich schwitze jetzt hier gerade drin in meinem Zimmer, obwohl ich es nicht müsste. Wow, dreifach, vierfach Chance und der Ball ist nicht im Tor, das gibt es nicht. Das müsste eigentlich der Ausgleich für Australien gewesen sein. Und wieder die Latte. Und dann immer noch nicht. Und dann nochmal die Chance. Das kann nicht wahr sein. Australien jetzt mit 4-5 Chancen. Dreimal der Torhüter, einmal die Latte, zweimal der gegnerische Verteidiger hat abgeblockt. Das ist unglaublich, dass der Ball nicht reingegangen ist. Niederlande mit riesen Glück und das trotz Unterzahlspiel. Überzahlspiel. Niederlande ist mit... Ist hier in der Überzahl, aber hat jetzt gerade richtig Glück, dass sie nicht den Ausgleich kassiert haben. Die scheinen tatsächlich schon so ein bisschen abgeschaltet zu haben, nachdem sie 1-0 führen, hier hoher Favorit sind. Klar, die besseren individuellen Spieler haben. Das erste Spiel gegen Spanien in meiner Prognose auch schon gewonnen haben. Und jetzt auch noch in der Überzahl waren, da hat sich die Niederlande wahrscheinlich schon innerlich abgeschaltet. Die haben gedacht, jo, das Ding haben wir auf jeden Fall gewonnen. Und dann hier lädt man Australien zu solchen Chancen ein. Wie gesagt, das war ein 80-faches Pech für die Australier, dass da nicht einer von diesen Schüssen reingegangen ist. Und die sind jetzt natürlich dadurch motiviert geworden, ne? Ganz klare Motivationsspritze, dass man hier auch mit 10 Mann durchaus die Chance hat, ein Tor zu erzielen. Über die Außenbahn, Wiltshire, Flanke, das Corner, das ist es! Das ist der Ausgleich für Australien! Absoluter Außenseiter in Unterzahl. Macht man hier den Ausgleich? Die Niederländer haben, wie gesagt, einfach abgeschaltet nach dem Platzverweis. Als wenn das Ding hier schon gewonnen wäre und dann, ja, durch diese Riesenchance, die die Australier eben hatten, haben sie jetzt halt wirklich... Das Gefühl gehabt, hier geht doch was, hier geht was. Und das hat man jetzt gleich ausgenutzt mit dem nächsten Angriff. Dann ging tatsächlich was. Ausgleich. Das war so nicht zu erwarten. Mal sehen, wie die Niederländer jetzt darauf reagieren. Ich hätte jetzt mit einer Auswechslung des Trainers gerechnet, um ein bisschen mehr frischen Wind in die Partie zu bringen, ein bisschen mehr Schwung rein, ein Zeichen zu setzen von draußen. Aber das kam nicht. Vielleicht ist ja auch gerade so eine Aufstellung bei Manchester United durchgegangen, liebe Van Raal. Hat deswegen nicht aufs Spiel geachtet. Auf jeden Fall müssen die denn jetzt hier was tun. So weiterspielen wie bislang geht jetzt nicht mehr. Sich einfach nur auf die individuelle Klasse zu verlassen. Da müssen jetzt gute Kombinationen her. Und vor allem Kampf, wie von den Australiern hier. Flanke, die war aber nichts. Das sieht alles sehr schlecht aus, was hier von den Niederländern kommt. Jetzt kommt die Auswechslung. Van der Vaart kommt rein, der nicht mit dabei ist. Wie gesagt, die aktuellen Kader-Updates kann ich nicht machen. Habe ich im Belgien-Spiel, glaube ich, erwähnt. Dann schmiert nämlich FIFA immer ab, wenn er den Kader updaten möchte. Deswegen muss ich die Internetverbindung ausstellen. Nur so ist es mir möglich, hier überhaupt... das Add-on spielen zu können. Sowohl auf der PlayStation als auch auf der Xbox. Also es wird nicht an mir liegen, sondern es wird an EA liegen, dass das nicht funktioniert.
Und in der Lande hinten rum sind noch 5 Minuten zu spielen. Steht nach wie vor 1:1. Die Niederlande ist hier ganz hoher Top-Favorit, hat die besseren individuellen Spieler. Und es sind Überzahlen, schafft es hier nicht, eine gefährliche Torchance rauszuspielen seit dem 1:0. Eine ganz starke, vor allem kämpferische Leistung von den Australiern, die hier nochmal mit der Chance für die Flanke kommen. Die Flanke kommt auf Cahill! Nochmal Latte! Nochmal Nachschusschance! Das wäre es gewesen hier in der 88. Spielminute. Riesenchance für Australien. Zweimal Latte. Und das Tor seit dem Platzverweis. Und von den Niederlanden kommt gar nichts. Also Australien verdient sich hier langsam sogar die Führung. Er zieht sie nur noch nicht. Zwei Minuten Nachspielzeit. Gibt es noch die Chance hier für die Australier? Die gibt es nochmal. Aber dann die Verletzung von Cahill und dadurch pfeift der Schiedsrichter die Partie auch ab. Sonst hätte es, glaube ich, den Konter nochmal gegeben. 1:1 geht's aus. Australien hätte hier sogar noch mehr machen können. Weil die Niederländer aufgehört haben zu spielen nach der 1:0-Führung und dem Platzverweis für die Australier. Ansonsten, ja, die Australier dann wirklich mit einer sehr, sehr kampfbereiten Partie und hätten so oder so dann im Endeffekt tatsächlich den Sieg verdient gehabt. Aber die Prognose sagt 1:1, mein Tipp wäre ein 3:0 für die Niederlande. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß, schaltet auch nachher wieder ein, wenn dann die anderen Prognosen für heute kommen. Das wäre Spanien-Chile, wo ich dann mit Spanien spielen werde. Und Kamerun gegen Kroatien, wo ich dann mit den Kroaten spielen werde. Also, die kommen heute noch. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß und sage, ja, bis zum nächsten Mal. Also bis dann und auf Wiedersehen.